Okay. Ich glaube, das Zeug, das zählt auch als hohes Gras. Kann das sein, dieses Farn? Ich hoffe es mal. Ist zumindest eigentlich fast so hoch, also. Aber was mache ich mit dem Typen, der? Der ist das Problem. Also der hier unten ist nicht so schlimm. Ich denke mal, den hole ich mir jetzt. Ich hoffe mal, dass ich dabei nicht auffalle. Nö. Aber der ist das Problem. Was fange ich mit dem hier an? Da kann ich den hier runterziehen. Ich kann ihn runterziehen, sehr gut. Komm, komm, komm. Hierher. Hallo. Hallo. Stehst an falsche Klippe. Komm hier rüber. Hier ist viel bessere Klippe. Genau die. Okay. Ich glaube, unten waren das jetzt soweit alle. Jetzt noch die Typen da oben. Die kriege ich auch noch. Da ist er weg. Okay, der da hinten kann mich nicht sehen, das ist gut. Oh, hier oben sind noch recht viele. Mehr als ich jetzt gedacht habe, um ehrlich zu sein. Wirklich? Da gehst du jetzt hin? Komm schon, Sam, zieh ihn runter. Jetzt muss ich aufpassen, ich hab... Ach, Scheiße! Mann, wegen so einer Kacke. Das nervt doch. Komm, fickt euch doch. Ihr wärt doch sonst nie gekommen, wenn ich jetzt nicht aufgefallen wäre. Blöde Wichse. Wenigstens habe ich hier eine verdammt gute Ausgangsposition, also hier können die mir eigentlich fast nichts anhaben. Jemand gehört hat. Das war aber jetzt echt ärgerlich, los, wirklich. Schnell weiter. Jetzt wird hier erst noch mal ein bisschen nach Schätzen durchsucht. Also ich glaube auf keinen Fall daran, dass hier gar nichts rumliegt. Oh. Was haben wir denn da? Die nehmen wir uns doch mal mit. Das ist irgendeine besondere Waffe. So. Okay, so viel dazu. Dann gehen wir mal runter gucken. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass hier einfach nur ein Riesengebiet ist, um besser schleichen zu können. Ich denke mal, hier gibt es was zu holen. In Form von irgendwelchen Antiquitäten, Schätzen, was auch immer. Also, irgendwo wird hier bestimmt was rumliegen. Erstmal, also erste Methode, die ich immer anwende beim Suchen von Schätzen, erstmal den äußersten Rand der Karte durchsuchen. Weil die platzieren oft so Schätze irgendwie am äußersten Rand. Aha, da haben wir doch schon was. Nee, doch nicht. Aber trotzdem, oh. Was ist das denn Schönes? Oh. Nehme ich trotzdem mal mit. Es ist zwar kein Schatz, aber es ist schon mal was Cooles. Oh, wundert mich, ne? Es gibt hier... Also bis jetzt nichts entdeckt. Hinweis? Nee. Alter Spiel, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Gott sei Dank hat das Spiel diese unglaublich hilfreiche...
Informationen gegeben, casual Informationen, dass ich zum Friedhof muss, sonst wäre ich da echt nicht drauf gekommen. Ich will nicht weitergehen. Ich weiß genau, dass ich irgendwas übersehe. Irgendwo ist hier in der Ecke irgendwo ein kleiner Scheißschatz. Verdammt. Und ich übersehe es. Ich übersehe es. 100 Pro. Wo auch immer hier was ist, aber ich übersehe es. Mann. Ärgerlich, aber was soll ich machen? Ich will ja jetzt auch nicht stundenlang hier verbringen, weil ihr wollt ja, oder ich will was vom Spiel sehen, ihr wollt was vom Spiel sehen. Und ich meine, den Teil hier habe ich ja auch schon mal gespielt. Von daher, okay, dann gehen wir halt weiter. Ich dachte gerade, was macht der eine Gegner noch da oben, aber es ist Sam. Irgendwer denkt jetzt bestimmt, du Facke. Hast du da an Stelle XY etwa diesen Schatz übersehen? Den sieht man doch direkt. Und ich sag so, ja, anscheinend schon. Scheiße, leck mich. Ach, was soll ich machen? Ich mach das nun mal als Let's Play. Ich habe nicht so viel Zeit und Ressourcen wie jemand, der das hier in, ich sag mal, in Klammern aller Ruhe durchspielt. Ich spiel's ja auch in aller Ruhe durch. Aber einfach, es ist was anderes, ein Spiel zu Let's Playen, als es so zu zocken, sag ich mal so. Du hast schon im Hinterkopf immer diesen Gedanken von, ich muss jetzt mal weitergehen, weil sonst wird's vielleicht langweilig für denjenigen, der zuguckt. Auch wenn ich schon viel so mache, wie ich es gerne will, und das ist ja auch bei uns bei der Zocker-Crew so, dass wir uns nicht großartig verstellen, nur um das Ganze interessanter zu machen. Wir sind einfach so, wie wir sind. Und ich bin halt auch jemand, der untersucht mal gerne die Gegend. Das mache ich hier auch. Aber irgendwann muss man halt auch mal sagen, wenn ich... Ja. Hinter diesen Mauern. Wenn ich stundenlang einfach nur durch die Gegend laufe und nach irgendwelchen Schätzen suche, dann wird das nicht nur für mich langweilig oder beziehungsweise quälsam und macht mir keinen Spaß mehr, sondern es ist auch für euch nicht mehr so toll. Diese Schlucht springen wir nicht. Wir müssen einen Weg herumfinden. Runter geht's. Ruhig. Toll. Hätte ich ihn noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Der Klugscheißer will mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Der Amerikaner macht sich hier keine Freunde. Ach, solange sein Geld fließt, soll es mir egal sein. Meinst du, Drake taucht hier auf? Nadine glaubt das wohl. Ich würde ihn und seine Bande zu gerne hier sehen. Das geht uns allen so. So, ihr würdet uns also gerne hier sehen. Den Gefallen können wir euch doch tun. Da sind wir doch sozial und kulant. Hui, da fällt er. Pusch, ins Gebüsch rein. Okay. Übersehen habe ich hier nichts, denke ich mal. Ich wüsste nicht was. Außer irgendwo da hinten in dem hohen Gras ist ein Schatz. Aber das wäre wirklich assi, wenn die in den hohen Gräsern Schätze verstecken würden. Weil da siehst du sie ja wirklich fast gar nicht. So. Das hier, da haben wir tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind, dass man hier runterrutschen muss und dann an die Säulen springen muss. Das hat schon irgendwie was. Das ist... interessant vom Konzept her. Also deswegen, dieses Rutschen, das finde ich... Also es ist so eine kleine Neuerung, aber es macht irgendwie so viel aus. Genauso wie dieses Seil. Es macht an sich nicht viel, aber... es ist einfach eine Riesenänderung im Gameplay, wenn man es so als... wenn man es so mal sieht, ne? Also es hat schon irgendwie was Besonderes.
Jetzt muss ich... Ach ja, genau, da musste ich ran. Einfach ganz oben. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so realistisch ist, dass man dann da so unbedingt runterrutscht. Ich denke mal, bei solchen Steinen, da kann man realistisch gesehen auch einfach drüber laufen, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Durchatmen. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Nun, immer diese Hügel. Shit, keine Wahl. Okay, dann schaffe ich das auch. Knapp, sehr knapp, Sam. Besser als Bungee springen. Warst du schon mal Bungee springen? Nein, aber das hier ist klar besser. So. Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und geschossen werden. In die Luft gejagt, geschlagen, treten. Okay, okay, verstehe. Messern, Drogen. Hab ich mir auch gedacht, dass da unten was ist. Hab ich mir doch gedacht. So. Hier links. Oh! Komm schon. Okay. Na, ja, komm hoch. Mann. Okay. Brrr, Geronimo. Nein! Oh. Okay. Warte mal, wofür ist das denn hier? Das ist doch eigentlich Quatsch. Das braucht doch kein Mensch. Oh, Nate! Nate! Stop it! Please stop it! Please! Auf! Mann! Okay. Bin ich gerade einen unnötig komplizierten Umweg gegangen? Kann das sein? Ich glaube, ich bin einen unnötig komplizierten Umweg gegangen. Scheiße. Scheiße. Okay, das war jetzt doof. Egal. Dann machen wir das halt gerade nochmal. So viel Umweg ist es ja jetzt auch nicht. Hey, und nochmal rutschen. Okay, jetzt aber hoch. Hier hätte ich einfach direkt hochgemusst, ohne irgendwie diese... Ich habe diese Stange halt gerade eben unten nicht benutzt, um da hochzukommen, sondern bin den anderen Weg gegangen. Deswegen habe ich mir gerade gedacht, wofür ist jetzt diese Stange da? Aber, ja. Hannibal Lecter, wish. Das ist einfach so geil mit diesem Spray, mit diesem Rutschen. So, okay. Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Ja, kleiner Spoiler, das Rutschen ist noch nicht ganz vorbei. Da kommt noch ein bisschen was. Hoppa. Hoppa. Einmal nach oben. Ah, hier müssen wir lang. Okay, dann hier hoch. Da hoch. Ich weiß nicht, ob ich den Weg jetzt auch so schnell finden würde, wenn ich es nicht schon mal gespielt hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich müsste ein bisschen länger überlegen. Aber man kommt eigentlich doch recht schnell drauf. Also es ist jetzt... So, okay. L1. Und zack und bam. Ich liebe diese Moves. Das ist einfach alles so smooth. So. Are you ready, man? Hey, hilf mir mal. Let's go. Könnte ich mich gewöhnen. Auf die Kacke. Quicktime Event. Los. Ja, komm. Gott sei Dank muss man nicht weiter Dreieck drücken, solange er es hochhält. Aber die Waffe ist cool. Die haben wir damals noch nicht gefunden, beziehungsweise.
Die hatte ich in diesem Spielrun so gesehen noch gar nicht gefunden. Die ist sehr cool. Plus die Pistole, die hatten wir damals gefunden. Aber ich habe jetzt auch noch ein zweites Magazin für die gefunden. Die Pistole ist anscheinend irgendwie so eine seltene Pistole. Auf jeden Fall killt die One-Hit. Zumindest die normalen Typen. Besondere Typen hatten wir auch Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Gut, ich muss natürlich sagen, ich weiß jetzt schon, welches das richtige Grab ist. Von daher werde ich mich da jetzt auch gar nicht groß bemühen, zu suchen. Also auf jeden Fall, ihr müsst den Grabstein finden, wo die zwei Schwerter drauf sind und ein Totenkopf und genau diese Zahlenkombi draufsteht. Ist aber eigentlich nicht schwer, also man hat es wirklich schnell drin. Auch interessant das Buch einfach wieder, ne, mit dem... Nate macht sich halt überall eine Notiz von allem möglichen Scheiß. Und das hier ist krass, ne, das ist ja noch die Notiz von damals. Das hier. Das, was er sich damals gemacht hat, in dem, das liegt ja 15, 16 Jahre zurück. Das hatte er so lange in diesem Buch drin. Und jetzt wird der Fall hier mal weitergeführt. Achso, da sieht man übrigens auch mal hier Shoreline. Shoreline, AIDS, Rebels and Civil War. Ach, keine Ahnung. Sehr cool auf jeden Fall. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen drei, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. So, hier muss man jetzt einfach ein bisschen die Gräber durchsuchen. Sieht aus, als hätte Rafe hier schon gesucht. Ah, toll. Wenigstens hat er keinen Plan, wonach er überhaupt sucht. Nein. Er könnte aber Glück haben. Hoffen wir es nicht. Das sagt im Nate im Endeffekt, wenn man mit denen interagiert, einfach nur, das ist das falsche Grab, bla bla bla. Also es ist jetzt nicht, dass ich hier irgendwas verpasst, nur weil ich da nicht mit interagiere. Da passiert nicht viel. Das, was ich jetzt gerade hier tue, ist natürlich wieder nach Schätzen suchen. Weil das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Obwohl wir halt relativ fix hier durch sind und alle Gräber durchsucht haben, haben wir aber keinen Schatz gefunden. Aber wenigstens gibt's ja auch diese Stellen, wo man tatsächlich diese Tagebucheinträge machen kann, was auch cool ist. So. Ich sehe erstmal hier. Ja, man muss ja überall mal gucken, ne? Also. Eigentlich, Sully hat ja gesagt, wir sollen ihm was Glänzendes mitbringen. Von daher passt das schon. Bla bla bla, halt's Maul, Sam. Lass mich meine Dinge tun. Ich arbeite hier, okay? Ich mache hier meine archäologischen Funde. Während du nach irgendeinem komischen Grabstein suchst, du jetzt zu lapprigen 400 Millionen für... Mir doch egal, weißt du? Es gibt hier bestimmt irgendwelche antiken Vasen zu finden. Oder irgendwelche Ringe, Schmuckstücke, was weiß ich. Ich bin gar nicht... Ja, Nate ist nicht mehr auf dem Friedhof. Das ist mir egal, Mann. Es gibt hier archäologische Fundstücke. Mit Sicherheit. Ganz selten und so. Die warten nur darauf, von mir gefunden zu werden. Man kann übrigens hier überall drauf rumklettern. Warum, das werdet ihr dann später noch sehen. Aber es scheint tatsächlich so, als ob es jetzt so mal direkt hier nichts gibt. Schade.
Das ist dann wohl einfach nur dafür da, wofür es da ist, dieses Gebiet, und nicht irgendwie Versteck von irgendwelchen Schätzen. Vielleicht hier oben. Das ist auch